Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. So, was machen wir denn heute mal? Ich würde mal sagen, wir gucken uns hier nochmal was an. Beschaffen mal ein Exemplar von die hängenden Gärten für Urak, glaube ich. Magierakademie. Einfach mal gucken, ob wir das schaffen. Sollte ja eigentlich kein Thema sein. Und ach, hier bin ich. Hä? Oh. Was wollte ich sagen? Das ist eine gute Frage. Ja, du hast mich entdeckt. Ist das so? Wir machen heute mal so eine kleine Überbrückungsfolge, weil wir auch ein bisschen was von diesen Quests loswerden müssen. Und das werde ich euch direkt schon mal sagen, dass heute eine ein bisschen kürzerere Folge wird. Also ich denke mal nicht, dass sie ganz eine halbe Stunde gehen wird. Ich möchte mich im Vorfeld dafür schon mal entschuldigen. Aber viele der letzten Folgen hatten ja auch überlängt Assassine. Sicher? Dass du das machen möchtest? Du musst gar nicht bis zu mir hin. Die dunkle Bruderschaft wurde da wohl. Notiz der Assassinen der dunklen Bruderschaft. Das Assassinen der dunklen Bruderschaft. Das gucken wir uns doch mal an. Objekte. Bücher. Wie befohlen sollt ihr Partypilz um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese Person, diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Astrid. Ich sag jetzt einfach mal, ne? Ich kann ja bei der dunklen Bruderschaft mitmachen. Würden die auch auf mich zukommen, wenn ich dort Mitglied bin? Würde mich jetzt mal interessieren. Beziehungsweise muss schon ein bisschen komisch sein für Astrid, wenn muss schon ein bisschen komisch sein für Astrid, dass ich dann auf einmal vor ihr stehe, obwohl sie ja den Befehl gegeben hat, mich zu töten. 9 Bärenpilze, sehr schön. Und Fackelwürmchen. Doch eigentlich gleich da sein. Ja, das da unten ist es. Da ist irgendwo das Buch. Kann man von hier aus schon Leute sehen, die da rumlungern. Noch nicht. Kann man sie anlocken. Da oben steht einer. Ja. Die werden alle schon noch früh genug dran glauben. Naja, auf die Entfernung, wenn die sich bewegen, treffe ich die nicht. Aber hier kann man Erze klopfen. Schön, oder? Haha. Eisenerz. Den zweiten erledigt. Kommen die jetzt hier raus? Muss ich dann noch mal warten. Jawohl, der nächste erledigt. Okay, ich glaube, ich muss warten. Ups. War daneben. Oh nein! Warum war der verzogen? Der aber nicht. Hab ich gesehen.
wieder nach hier vorne. Das ist doch gemein. Danke. Ist zur Seite gewichen. Sausack. Bleib stehen. Na gut, erstmal halt. Ah, ich kann das während eines Kampfes nicht machen. Okay. Dann muss ich erstmal den da töten. Sehr schön. Die liegen hier überall. Oh, die sind übereinander gefallen. Sehr schön. Perfekt. Jetzt ist nämlich hier kein Gegner mehr. Jetzt kann ich das Erz klopfen. Na komm, noch ein bisschen schneller. Sehr schön. Nun wollen wir mal Trevas Wacht betreten. Gegner sollte es ja in dem Sinne eigentlich nicht mehr geben, oder? Mach den mal auf. Hallo? Sind wir zu Hause? Komm ich denn rein? Oh. Perfekt. Ja, hier habe ich einige daneben gesetzt. Einige Pfeile. Das ist aber nicht so tragisch. Denn die haben ja auch hier Pfeile. Ein paar zumindest davon. Habe ich mir sozusagen jetzt einfach wieder geholt. Hier muss ich irgendwo rein. Da unten. Sonst ist hier keiner mehr. Ja, ist das richtig? Tatsache. Also gehe ich mal da unten rein. Ah, da geht unten die. Tja. So, Freunde der Sonne. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer die Waffen zu nehmen. Ja, ja. Hast bald immer ein Messer im Stiefel? Kommt doch mal nach hier vorne. Ist das nicht eine gute Idee? Oh, der ist aber abgehoben, Freunde. Ihr löst wieder die ganzen Fallen hier aus, ihr Trottel. Eure eigenen Fallen vor allem. Das ist schon richtig dumm. Alter Notfall, her damit. Das ist wirklich richtig dumm. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an. Oh mein Gott! Ist hier rübergelaufen? Okay. Bin versteckt. Ist denn hier überhaupt was Interessantes drin? Scheint nicht so. Salz. Salz ist gut. Und Gold sowieso. Pferdehüfte. Gebratenes Ziegenbein. Oh, die lassen sich gut gehen. Knoblauch. Nein, jetzt habe ich Klamotten mitgenommen. Was habe ich denn mitgenommen? Stiefel hier. R. Darfst du gerne bald die Stiefel. Oh, Glas. Glas nehme ich gerne mit. Okay, dann hole ich nochmal dahin. Da könnt ihr euch dann alle sammeln jetzt. Aber bitte in der Mitte. Dann werde ich euch nämlich ordentlich die Pfeile in die Visage jagen. Wo seid ihr denn? Oben, ja gut, die sind oben. Wissen müssen, dass sie lebt. Sagte, sie würde auf mich warten. Aber das tun sie ja nie. Okay, hier ist aber auch noch jemand. Oh.
Eisenerz. Das ist noch viel leichter Erz gesammelt. Muss ich denn hin? Muss ich nach unten oder muss ich nach oben? Ich habe keine Ahnung, Freunde. In welche Richtung ich muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Ich meine, ich würde es nicht umbringen. Was war das? Okay. Der kam zu früh um die Ecke. Bei den Göttern, nein! Ja, ja. Doch. Gut, dass sie jetzt mittlerweile immer so ein bisschen zurückweichen, wenn ich sie gut getroffen habe. Das hilft. Das hilft auf jeden Fall ordentlich. So. Heilungstränke. Wein ist mir jetzt mal herzlich egal. Wie weit geht denn das hier jetzt rein? Hallo. Ist da jemand? Ich hab etwas stärker. Los, los, weiter! Ihr seid tot. Oh oh. Tot. Ja? Ganz richtig erfasst. Das ist eine gute Einstellung. Okay. Der hat hier direkt ausgerüstet. Sehr gut. So musste das laufen. Ui, aber jetzt. Oh. Den habe ich auch noch nicht durchsucht. Muss ich mal gerade das hier anwenden. Wiederherstellung verbessert auf 24. Sehr schön. Quatsch. Vulkanglasbogen. So. Stimmt, diesen Vampir hier vorne habe ich ja auch mit einem schönen Shot getötet. Bandit. Habe ich jetzt gerade Vampir gesagt? Diesen Vampir? Diesen Bandit meine ich natürlich. Falls ich das gesagt haben sollte. Bin ich jetzt den richtigen Weg gelaufen oder absolut Banane? Ist das schier unendlich hier? Oh, hier sitzt der Anführer. Hier saß der Bandit. Gravierte Nordstiefel. Oho, oho. Dann müsste ich die mitnehmen. Habe ich davon ein Set. Kann ich zwar nicht mehr so viel tragen, aber ein bisschen was geht noch. Ist hier Gold drin? Nein. Ich bin aber hier, nehme ich an, nicht richtig. Jetzt. Weißt du vorher nicht, wo du hin musst. Sehr schön. Oh, noch eine Truhe. Gold. Trank. Her damit. Alles her damit. Okay, das ist leer. Ich würde trotzdem immer noch
definitiv nicht richtig bin. Nehme ich an. Ich wüsste auch nicht. Oh, Bärenfall. Meine Güte. Hier komme ich wahrscheinlich. Da muss ich nämlich nicht in den Fluchttunnel. Okay, dann bin ich tatsächlich den falschen Weg gegangen. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann gehen wir jetzt einfach mal zurück. Da haben wir ja unten schon den Banditenanführer erledigt. Und hier so ein paar seiner Schergen. Alter Notfall. Sehr cool, der steckte da noch. Nehme ich den doch mal mit. So, Geldbeutel. Hier oben gibt's nichts mehr. Wie konnte das passieren? Wie konnte das hier ausgelöst werden? Ne, das wird doch gar nicht aus. Ach, ich verstehe es nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall müssen wir hier nach oben. Da steht schon mal einer. Ja, auch. Du sitzt da so auf der Treppe. Elfenpfeile und Stahlpfeile. Und den alten Nordpfeil. Sehr schön. Ja, ja. Renn mal dahin. Bleib einfach da. Es kommt nicht gut für dich, wenn du dich so aufregst. Es ist ganz einfach so. Ja, den einen Fall, den habe ich vergeigt. Der liegt aber hier. Hier kann ich gleich rausgehen. Einfacher Bandit schützt das hier. Häng den Gärten. Oh nein! Ja, ich... Kleidung. Ich wiege ein bisschen zu viel. Ja, dann müssen wir ganz einfach mal da lassen. Ah, ich weiß, ich wiege wieder zu viel. Und... lassen... das, was am wenigsten wert ist. Schuhe sehen cool aus. Nein! Was hatte ich denn an? Was fehlt mir denn jetzt? Schuhe. Nachtigallhandschuhe. Die hatte ich ja. So. Mein Gott. Ha. Das doppelte Geheimnis. Uiuiui. Noch ein Tornister. Heldenmut kann ich. Gut. Dann haben wir es ja. Und hier oben ist noch. Okay, das haben wir. Sehr schön. Ja, wo muss ich denn die Quest abgeben? Ah ja, bei Uragno Shabub. Oder wie auch immer der Typ heißt. Uragno Shabub. Dann machen wir das doch mal hier in der Akademie. Das verließ war ein bisschen komisch, muss ich sagen. Sehr, sehr blöde Aufteilung. Hätte ich doch mal direkt nach oben geguckt, ne? Ich sollte auf der anderen Seite hochgehen. Erst in die Mächer des Erzmagiers und dann hier rein. Das ist ein Fehler vom Spiel. Was ich das hier total blöd ist. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Hier ist das Buch, das ihr gesucht habt.
Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Mhm. Danke. Okay. Gibt es noch mehr Bücher? Ja, gibt es tatsächlich. Ein unglaublich. Er zog sich nach. Seitdem. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Dann gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet und im Akademie. Ja, ich bin bereit. Also gut. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Himmelsrand. Sehr schön. Und da wir jetzt hier um die runterspringen können, machen wir das einfach. Ohne zu sterben. Karte. Wir werden jetzt einfach mal nach Weißlauf reisen. Und nochmal unser Haus aufsuchen. Und dort ein bisschen unser Inventar entmüllen. Ich sehe schon wieder einen Kurier. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Ist mir egal, wo du deine Zeit verbringst. Es heißt, es gebe nichts, raus aus meinem Haus. Frau nicht schafft, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Kommt einfach ungefragt in mein Haus rein. Gibt es denn sowas? So, danke, Mischer Beutel. Da ist nämlich auch, ich habe hier nämlich bei Büchern ein Giftrezept. Das mache ich damit nämlich auch rein. Da habe ich die woanders hingelegt. Ach, egal. Wird schon gut gehen. Zutaten. Alle. Können wir alles mal schnell hier reinpacken. Ja. Von den Pilzen haben wir natürlich sehr viele. Sehr gut. So muss das laufen. Ja. Da will ich auf jeden Fall. Zaubertränke machen wir jetzt nicht. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Ja, ja, Ehre hin oder her. Es ist so. 13 Eisenbahnen. Läuft. 10 Eisenerz. 2x Glas. Auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und Lederstreifen, die brauchen wir ja auch, soweit ich weiß. Mein Tane. Perfekt. Und hier kommen die Seelensteine rein. Da müsste ich jetzt eigentlich auch mittlerweile insgesamt einige von haben. Gucken wir mal wann anders nach, wie viel ich davon habe. Waffen. Erstmal ablegen. Genau das Ding. Fluch des Roten Adlers. Das hier. Den Stab des Magnus natürlich. Und ganz unten den Zwergen Zweihänder des Funkenschlags. Ah, Bekleidung. Erzmagierrobe. Gravierte Stiefel. Stiefel, die hier und die Vampirrüstung. Und hier kommt die Schmuck. Hier ist die Schmuckabteilung sozusagen. Okay, Granatstein, makelloser Amethyst, Rubin, Saphir und Smaragd. Langes das Leben hätten euch wir gerade. Dann jetzt auch. Und insgesamt haben wir es heute, haben wir es für heute. Ich habe ja gesagt, die Folge wird ein bisschen kürzer. Bitte vergibt es mir, es sind jetzt 25 Minuten, wenn ich hier fertig bin. Ich hoffe, euch hat trotzdem, auch wenn sie ein bisschen kürzer war, die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn das so war. Und ja, am liebsten hätte ich es eigentlich, wenn ihr ein Abo da lasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Bardic Nyx spielt Skyrim. Bis dahin, ciao!